Das Coral Castle ist ein faszinierendes Bauwerk, das in Homestead in Florida, USA, zu finden ist. Es wurde von einem geheimnisvollen Mann namens Edward Leedskalnin in den 1920er Jahren erbaut. Was das Coral Castle so bemerkenswert macht, ist die Tatsache, dass es von einem einzelnen Mann erschaffen wurde, ohne jegliche Hilfe von außen. Die genauen Methoden, mit denen Leedskalnin die tonnenschweren Steinblöcke bewegt hat, sind bis heute ein Rätsel und haben zu zahlreichen Theorien und Spekulationen geführt. Manche Menschen sind davon überzeugt, dass Edward Leedskalnin übernatürliche Kräfte hatte, die es ihm ermöglichten, die Steine mit seinem Geist oder durch die Kraft seines Willens zu bewegen. Andere wiederum glauben, dass er ein geheimes Wissen über Anti-Schwerkraft, Klangresonanz oder Magnetismus verfügte. Leedskalnin behauptete, dass er seine Methoden durch das Studium der antiken ägyptischen Baukunst entwickelt habe und sagte, dass auch die Pyramiden mit diesen verborgenen Techniken gebaut wurden. Wusste dieser mysteriöse Mann etwa, wie die ägyptischen Pyramiden gebaut wurden? Verfügte er möglicherweise über Kenntnisse, die im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen sind? Doch bevor wir loslegen, würden wir uns über ein Abo und ein Daumen nach oben sehr freuen. Nun aber lasst uns starten. Edward Leedskalnin war ein lettischer Bildhauer, der in den 1920er Jahren das Coral Castle erbaut hat. Er war bekannt für seine geheimnisvolle Persönlichkeit und seine eigenartigen Konstruktionstechniken. Das Coral Castle besteht aus massiven Steinblöcken, von denen der größte rund 30 Tonnen wiegt. Leedskalnin arbeitete über 28 Jahre lang ganz alleine an diesem beeindruckenden Bauwerk, welches aus Türmen, Möbeln, einem Observatorium und einem Sonnenkalender besteht. Leedskalnin gab an, dass er das Coral Castle als Denkmal seiner unerwiderten Liebe zu einer Frau namens Agnes Scaffs erbaut habe, die ihn kurz vor ihrer geplanten Hochzeit verlassen hatte. Geheimwissen über Magnetismus. Edward Leedskalnin besaß ein tiefes Verständnis über Magnetismus und magnetischen Kräften. Einige glauben, dass er geheime Techniken oder Vorrichtungen kannte, um starke magnetische Felder zu erzeugen und sie zur Bewegung der massiven Steinblöcke zu nutzen. Er könnte Elektromagneten eingesetzt haben, um die Steine anzuheben und zu transportieren. Elektromagneten bestehen aus einem Draht, der um einen Eisenkern gewickelt ist und einen magnetischen Fluss erzeugen kann, wenn Strom hindurchfließt. Durch geschicktes Ein- und Ausschalten des Stroms könnte man theoretisch die Steine magnetisch anziehen und abstoßen, um sie zu bewegen. Diese Technik würde erklären, wie er in der Lage war, die massiven Blöcke alleine zu handhaben. Eine andere Spekulation geht davon aus, dass Leedskalnin möglicherweise über verborgene magnetische Vorrichtungen verfügte, die uns heute nicht mehr bekannt sind. Diese Geräte könnten in der Lage gewesen sein, starke magnetische Felder zu erzeugen und so die Steine zu bewegen. Es wird angenommen, dass Leedskalnin dieses Wissen möglicherweise aus alten Texten, wie beispielsweise den Werken des berühmten Physikers Nikola Tesla, erlangt haben könnte. Wissen über Klang und Schwingungen. Eine weitere spannende Theorie besagt, dass Leedskalnin mit den Prinzipien von Klangresonanz und Schwingungen vertraut war. Er soll bestimmte Töne oder Frequenzen generiert haben, um eine Resonanz in den Steinen zu erzeugen und sie dadurch leichter bewegen zu können. Diese Idee basiert auf dem Konzept, dass die richtigen Klangmuster die Steine in eine Art Schwingung versetzten, wodurch es Leedskalnin möglich wurde, sie mit geringerer Anstrengung zu bewegen. Verständnis der antiken Bautechniken. Edward Leedskalnin behauptete selbst, dass er sein Wissen über den Bau des Coral Castle aus dem Studium der antiken ägyptischen Baukunst gewonnen habe. Er verfügte womöglich über geheimes Wissen und Methoden, die im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen sind. Einige Forscher und Experten sehen Parallelen zwischen der Bauweise des Coral Castle und den antiken ägyptischen Pyramiden. Beide zeigen eine herausragende Präzision in der Platzierung der Steine und eine scheinbar mühelose Bewegung großer Massen. Die alten Ägypter verwendeten uns unbekannte fortschrittliche Bautechniken, um die Pyramiden zu errichten.
Ein weiteres interessantes Element ist die Ausrichtung des Coral Castle nach astronomischen Prinzipien. Ähnlich wie bei den Pyramiden weisen bestimmte Merkmale des Coral Castle auf eine genaue Ausrichtung auf Himmelskörper wie die Sonne und die Pole hin. Man nimmt an, dass Liezkainen auch ein tiefes Wissen über astronomische Phänomene besaß und dieses Wissen bei der Planung und Konstruktion des Coral Castle nutzte. Telekinetische Fähigkeiten. Es gibt verblüffende Theorien, die behaupten, dass Edward Liezkainen telekinetische Fähigkeiten hatte. Eine telekinetische Fähigkeit bezieht sich auf die Begabung einer Person, Objekte mit dem reinen Einsatz von Gedanken oder mentaler Energie zu bewegen oder zu manipulieren, ohne physischen Kontakt. Diese Fähigkeit beinhaltet die Kontrolle über die Kräfte des Geistes oder des Bewusstseins, um auf die materielle Welt einzuwirken. Man glaubt, dass Liezkainen über ein verschwiegenes Wissen oder eine einzigartige Verbindung zur Energie des Universums verfügte. Er beherrschte spirituelle Praktiken und Techniken, die es ihm erlaubten, die Steine auf nicht physische Weise zu manipulieren. Es wird angenommen, dass er durch seine tiefe innere Konzentration und Kontrolle über seine Gedanken in der Lage war, die Steinblöcke zu bewegen. Bahnbrechendes Wissen über Anti-Schwerkraft. Es gibt einige Hinweise darauf, dass Edward Liezkainen das Geheimnis der Anti-Schwerkraft entdeckt hatte. Diese Vermutung beruft sich auf Berichte von Zeugen, die behaupteten, dass Liezkainen die massiven Steinblöcke viel leichter bewegen konnte als erwartet. Anti-Schwerkraft ist eine Form der Kräftekontrolle, bei der die normale Wirkung der Schwerkraft aufgehoben oder verringert wird. Es ist eine Technologie, die es ermöglicht, Gegenstände oder Massen praktisch gewichtslos zu machen. Das bedeutet, dass schwere Objekte leicht bewegt werden können, als ob sie keine Masse haben. Die Idee der Anti-Schwerkraft hat in der Wissenschaft und der Science-Fiction eine lange Geschichte. Es gibt verschiedene theoretische Ansätze, wie Anti-Schwerkraft realisiert werden könnte, darunter der Einsatz von magnetischen oder elektrischen Feldern, exotischer Materie oder sogar der Biegung von Raum und Zeit. Einige glauben, dass Liezkainen eine Technologie oder ein Verständnis entwickelt hatte, um die Schwerkraft zu manipulieren oder zu umgehen. Die Verbindung zu Nikola Tesla. Nikola Tesla war ein berühmter Erfinder und Ingenieur, der im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert eine bedeutende Rolle in der Entwicklung der Elektrotechnik spielte. Tesla war bekannt für seine intensive Arbeit und seine zahlreichen Projekte. Er hat viele seiner Ideen und Erfindungen nicht veröffentlicht und einige seiner Notizen und Unterlagen werden bis heute unter Verschluss gehalten. Es wird erzählt, dass Tesla Technologien entwickelt hat, die weit über das hinausgehen, was der Öffentlichkeit bekannt ist, wie zum Beispiel freie Energie, Drahtlosigkeit und andere futuristische Konzepte. Diese geheimen Schriften von Tesla enthalten sehr wahrscheinlich revolutionäre Erkenntnisse und Technologien, die das Potenzial haben, die Welt für immer zu verändern. Die Verbindung zwischen Liezkainen und Tesla wird dadurch hergestellt, dass Liezkainen möglicherweise Zugang zu Teslas geheimen Schriften hatte. Liezkainen beschäftigte sich intensiv mit Teslas Werken und profitierte maßgeblich von dessen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dadurch war es ihm möglich, ein so beeindruckendes Bauwerk wie das Coral Castle zu errichten. Nun aber freuen wir uns auf eure Kommentare. Schaut gerne auch die anderen Videos unseres Kanals an. Vielen Dank fürs Zuschauen.